spoke my name. Got the kind of thing going that tips the scales. Yeah, you keep me sane. I'll be the clouds beyond your skies. I'll flutter by like butterflies. I'll be the blue inside your eyes. Your crazy loving keeps me paralyzed. Tachchen, Musik ist aus, alles aus, alles aus, wir gehen hier drauf und dann aufs Stream. Heute mal von einer, ach guck mal, siehste, wenn man es nicht geplant hat. Eigenschaft, wir gehen auf das, genau das soll es sein. Tim Thaler, servus, schön, dass du da bist, hast dich doch... Interessiert sich doch ein bisschen für den Konzeptstream. Gerade mal gucken, Einstellungen. Hier mal die Audio.
Wir haben noch einen anderen Gast heute dabei. Und zwar ist das der Projektleiter. Dich ziehe ich jetzt mal hier rüber. Und mal gucken, ob er uns hört. Ich höre dich sogar doppelt, Digga. Ich muss, warte, ich stelle mal kurz was im Discord, Teamspeak um. Okay, und ich muss dich leiser stellen. So, du könntest jetzt mal reden, also wenn du im Game nicht gemutet bist, bitte. Ich kann reden, wenn du willst. Okay, sehr schön, dann hat's geklappt. Super, dann ist heute Chat hier schon mal richtig eingestellt jetzt. Ja. Denk mal, was ich dir gesagt habe, ne? Direkt mal gucken. Ich will, wie gesagt, ich will nur wissen, ob die API wieder funktioniert. Dann fahren wir mal zu meiner Villa, die ich schon habe, die auch netterweise umgeschrieben worden ist oder einen eigenen Namen hat, der hoffentlich noch geändert wird. Arschloch. Villa Fuerte Blanca. Überlegen wir uns noch was. Warte mal kurz, ich muss mal schnell Kopfmodus anmachen vom Auto, ja. Ich kann einfach nicht Auto fahren, oder? Achso, sollte vielleicht aufhören zu driften. Ja, Concept Stream. Was heißt Concept Stream? Der liebe Andy und ich arbeiten an einem Zombie-RP-Server. Du nicht, Alter. Ja, ich helfe, ich mach das Marketing und das Mediale. Weil ich hab von Skripten keine Ahnung. Upsa. Siehst du, das ist das Problem, wenn man nicht immer auf die Straße guckt. Warum Zombie-RP? Es gibt viele 5M-Server, die Roleplay sind, was mittlerweile langweilig wird. Und wir haben uns überlegt, eventuell was anderes zu machen. Ja, und dann, ne? Kam halt das. Ach man, ich hab mein anderes Auto bis gespawnt. So, wir erinnern den lieben Andi auch daran, bitte, dass es heute ein Stream ist und ich nicht gestrikt werden will. Kacke. Ah ne, gestrikt werde ich schon nur bei Twitch. Oh, ich finde ein Admin-Charger geiler, aber. Ja, deiner ist geiler. Der hat einfach zu viel Speed, Mann. Warte, 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 warte. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Komm, ich zeig dir das mal. Stell dich mal hier hin, stell dich mal hinter mich und guck mir einfach zu. Und weg bin ich, Digga. Weg bin ich einfach. Ja, mit 540 km/h ist natürlich gut, ne? Ich habe jetzt schon 400 drauf und bin gestorben. Ich habe mich gerade selber umgebracht. Das wird mir auch gerade angezeigt. Ich habe dir gesagt, schnall dich an. Ich habe es selber nicht gemacht. Ne? Ich sag's, aber ich halte mich nicht dran. So, was ist Concept Stream? Genau, wir stellen euch den Server ein bisschen vor, was schon alles passiert ist, was noch alles kommt. Yo, Bro. Kannst du mich abholen? Wo stehst du denn? Mach dir Ich weiß es einfach. nicht, aber mein Auto hängt in der Luft. Du weißt es nicht, das ist gut. Ich stehe am Straßenrand. Hast du das nicht umgestellt, dass man, du hast umgestellt, dass man von Ding auf, von dem Beifahrersitz auf den Fahrersitz geht, ne? Ja. Finde ich nicht Habe ich gut. deaktiviert. Das ist gut, Mann. Das schaut doch behindert aus, wenn du im Roleplay bist. Und auf einmal, also jetzt zum Beispiel dein Fahrer tankt und auf einmal rutschst du so, ist aus dem Nichts, rutschst du über alle Armaturen und so drüber und bist auf einmal auf dem Fahrersitz. Stimmt. Was auch gut ist, da steht no appear from this vehicle, ne? Guck dir das an. Ich hab's einfach komplett geschafft. Ich glaube, der ist ein bisschen kaputt, ne? Ich glaub's auch. Findest du den Charger ist gut geworden? Ja, ich wollte aber nur noch auf mein SUV. Ne, wir zeigen euch, was wir heute alles gemacht haben. Ich muss was essen. Hier muss auf jeden Fall noch abgesperrt werden, ne? Hier muss ich Schlüssel Ja, für ich muss haben gleich schon. und. Ja, kann ich dir sofort, kann ich dir sogar im Spiel machen einfach. Auch da vorne muss ein Tor hin. Ne, da unten. Was wir natürlich auch suchen, sind Tester. Tester sind immer ganz wichtig, weil es müssen auch Fehler erkannt werden, Bugmeldungen über via Discord. Ein Forum wird noch entstehen. Ja, es wird halt einiges noch passieren hier. Ja, das hier wird mein Bereich werden. Bei dir Der Keller ist scheint's auch übrigens da, ne? zu regnen.
bei mir regnet es auch nicht, bei dir nicht. Ja, also hier in echt so nicht. Aber in echt scheint es bei dir zu regnen. Ich dachte gerade, du meinst in-game, ja, bei mir regnet es in echt. Aber der Keller war hier an der Seite, ne? Ja, war an der Seite. So. Warte kurz, ich kann dir schnell deine Tür abriegeln. Ich brauch bloß eine Waffe dafür. Okay, wir brauchen unten, würde ich ja gerne auch noch sowas wie, ne? Waffeleisen. Und sowas verkaufen können. Aber das ist noch alles in weiter Ferne. Wie gesagt, wir suchen im Grunde genommen auch Tester. Das heißt, falls jemand Bock hat, Tester zu werden. Ich habe den Chat geändert mit Witzke. Ja. Bei mir steht immer noch Felix Hartmann joint. Ja, das kriege ich nicht raus. Da muss ich mich mal tiefer dran setzen. Aber ich habe das Design geändert vom Chat. Gefällt mir das. Ah, ist rechts unten also. Bist du in einem Shop oder bist du arbeitslos? Ich bin Überlebender. Achso, unemployed. Ja. So, kommen wir schon wieder ins Admin-Ding oder hat sich das auch wieder geändert? Admin ist immer noch das gleiche. Weil über. Du bist arbeitslos, ne? Ich wollte Penner reinschreiben, aber arbeitslos gefühlt besser. Ich gehe jetzt erstmal in den Gottmod. Weil. Ich ja, das ist doch. Das ist interessant. Ich will ja auch. Ne, ich will ja auch. Nicht sterben, wenn ich. Warte, was hab ich jetzt? Wie mache ich denn bitte den Blinker aus? Legend Rocket 97. Servus. Was bist du jetzt? Du bist arbeitslos, ne? Ja. Weil dann lege ich mich fest, dass erstmal nur du die Tür öffnen kannst, weil ich bin in der Armee. Ja, jetzt muss ich gerade mal die Tastenbelegung durchgucken und gucken, wie das mit dem Blinker war. Steht das schon da drin? Fahrzeug hier. Warnblink, Falltaste unten. Ah, guck mal. Oh. Ich hab Blinker. So, auch hier herzlich willkommen. Direkt zu dem etwas anderen Stream, den ich sonst immer mache. Sonst immer heißt es immer RP oder Minecraft. Aber heute in Zusammenarbeit mit dem Projekt, mit der Projektleitung Zombie RP Server. Ihr zwei, also Timmy Thaler und Legend Rocket, könnt ihr gerade mal sagen, von wo ihr kommt? Aus dem Beitrag von Facebook oder aus den Discord-Werbungen, die ich geschaltet habe? Ja, perfekt, das Bild funktioniert nicht super cool. So, das ist übrigens die Karte. Es wurde schon vieles eingefügt, so wie Benny's Customs, wo ich jetzt nicht weiß, wo man das in einer Zombie-Apokalypse braucht. Ich muss jetzt wahrscheinlich erstmal was essen gehen. Oder ich muss den Server neu starten. Facebook, ja, perfekt. Das freut uns doch. Ey, es starte nicht neu, ehrlich. Nee, warte, das geht auch so los. So, braucht man nicht. Es kann sein, dass er crasht, es kann überhaupt nicht sein. Ich hab den Gottmund an und geh trotzdem kaputt, weil ich Hunger habe. Mach T/ Heal als D2 bist du. / Heal 2. Oh, es geht! Nein! You have been. Doch, es geht. Ich hatte vorher das Problem, dass ich mich selber nicht heilen konnte, weil ich noch nicht die richtigen Rechte habe, aber die habe ich jetzt zum Glück. Ja, du hast ja keinen CFX-Account, ne? Verbunden mit Fiverr. Nein, nein. Ich habe es gemerkt. Es war voll umständlich, deine Lizenzen-ID rauszubekommen. So. Was ich finde, ist auf jeden Fall, dass die. Okay, lol. Guck mal im Stream. Das wird nicht komplett, die Route wird nicht komplett angegeben. Also ich weiß nicht, ob ihr selber 5M über 5M spielt. Wenn ja, wir suchen auch wie gesagt immer Tester, die zum Beispiel sowas, was ich jetzt gerade gefunden habe, testen. Weil eigentlich habe ich nur 1,4 Kilometer, aber ich bin jetzt schon an meinem Ziel. Genau, jetzt wäre ich an meinem Ziel. Donnerstag.
So, falls mir gefällt die Farbe irgendwie nicht, machen wir mal auf grün. Ja, bei mir zeigt er an Seite Ladefehler, wenn ich auf den Ding gehe. Auf die Admin Dingens, ne? Ich bin gerade am Durchdrehen, weil deine Tür nicht abschließt. Flash T slash TPM. Siehst du, da ist nämlich das Problem. Oh, mein Pizza ist da, ich komme gleich wieder. Ja. So, jetzt wäre die Frage, hättet ihr denn Bock überhaupt, kickt euch sowas? Also so ein 5M-Server Roleplay, allerdings nicht so, sondern mit Zombies. Also es wird auch Zombie-Angriffe geben, also es spielt eigentlich in der Apokalypse. Wir sind zwar in Los Santos, allerdings Los Santos während einer Zombie-Apokalypse. Wo auch, wie man hier schon sieht, da werden wir gleich noch mehr drauf eingehen. Ne? Seht ihr hier? So sieht das Ganze aus. Hier steht immer ein Helikopter und das Beste ist auch noch, er hatte Probleme, das so zu scripten, dass das stehen bleibt. Aber so, wenn du jetzt dagegen fährst, da funktioniert nicht. Ist was anderes, genau. Also es gibt, muss ehrlich zugeben, es gibt nicht so viele Zombie-RP-Server, das gehört auch noch dazu. Ich glaube, in Deutschland gibt es, vielleicht noch, ob es in Deutschland, glaube ich, einen gibt. Okay, hier kommt es nicht durch. Und wie gesagt, Tester werden halt auch immer gerne, werden auch gesucht. Damit wir halt auch gucken können, ob es nicht damit er gucken kann. So und so sieht das aus. Okay, hier. Also alles abgeriegelt. Ins Bennys kommt man auch rein. Aber das Bennys sieht zu neu dafür aus. Da muss noch, kann man das irgendwie verändern? Ja, im Hintergrund wird er noch ein bisschen gescriptet und ne. Aber wir gehen das gleich mal alles durch, was schon da ist. Discord existiert mittlerweile. Ich merke gerade, dass mein Stream irgendwie ziemlich schlecht ist. Also von der Verbindung her ist mein Stream nicht gerade gut. Ja, Bennys, ich kann mich kurz umfüllen. Du kannst auch mit M einfach, ne? M, Player Options, kannst du dir auch God Mode und so machen. Und vor allem, du kannst Fast Run und Super Jump machen. So. Okay. Ja, das Player. Oh, ich habe Sozialhilfe erhalten. Guck. Ist auch ganz cool. So, wo war das? M und dann Online Players oder was? Du gehst auf M und dann gehst du auf Player Related Options. Ja. Du gehst auf Player Options und dann kannst du dir hier God Mode einstellen, Fast Run, Super Jump. Das ist leichter rumzulaufen, so ist. Ja. Oh, guck mal. Ich kann schon mit dem falschen M. Also das ist halt ein bisschen zu neu hier, finde ich. Ne? Also ich weiß, ob man hier noch was an der Optik, ja. So ein bisschen halt mehr Kisten und Lagerzeug schon. Ja, irgendwie sowas. Aber halt auch, weiß ich nicht, was hast du denn gemacht? Boah, ich hab mich festgepackt. So, also wie gesagt, es spielt halt in ne? Schon in Los Santos, allerdings hier in der Zombie-Apokalypse. Zum Beispiel von hinten reinkommen könntest und so ist alles zu. Ja. Das ist ein komplett eigenständiges Gelände jetzt. Das heißt, das werde ich auch vermutlich, wenn sich jemand dafür interessiert, einer Fraktion dann zuweisen. Das wird dann ein Fraktionsgebiet. Alter, obwohl ich bei YouTube, hier steht sehr gute Verbindung, leckt mein Stream übelst. Warum auch immer. Ja, prügeln muss mich nicht, der God-Mod ist an. Mit F2 Inventar, ne? Ja.
mit F2 auch wieder schließen. Muss ich gerade mal gucken. Mache ich hier den gerade mal an. Wenn du das Funkgerät hast, auf keinen Fall übers Inventar benutzen, weil dann kannst du dein Spiel neu starten. Das muss ich auf jeden Fall noch bearbeiten. Hört man dich überhaupt? Ja, hört man. Sehr gut. Muss ich gerade mal gucken, wie das bei euch im Stream ist. Ich kann dir auch das Parksystem zeigen. Ja, wir gehen mal nach und nach durch. Gucken mal, was alles da ist. Aber alter Falter. Ich hab grad eh nichts zu tun. Das sieht einfach daran, dass... Kann ich meine Pizza gemütlich lassen? Ich muss mal gucken. Kann man dem Ganzen irgendwie mehr dran zuweisen? Ich habe mir bei dir noch nie was bestellt, aber der Salat sieht geil aus. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Pizza. Okay, komm mal rein, das war so. 5M, High RAM Usage. Ach, natürlich ist er nicht geschnitten, Mann. Bruder, ich bin gleich wieder da, ich muss meine Pizza schneiden. Hm. Kackladen. Ja, ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Mir fällt auf, irgendwie bei Twitch ist das nicht so. Warum auch immer. Allerdings ist das hier so. Gleichzeitige Zuschauer 0. 0. Ist noch irgendwer im Stream? Ja, gut. Weil irgendwie. Sag mal ganz ehrlich, die Stream-Qualität gerade, wie ist die? Das würde ich gerade gerne mal wissen. Weil, wenn ich das so sehe, dann leckt das ein bisschen. Oder ein bisschen viel. Auf Twitch ist das Witzige, da ist das nicht so extrem mit dem Laggen. Ah, da geht noch was. Ja. Hast du meinen Stream offen? Nein, Bruder. Ich fordere mich nicht. Ich glaube, mein Spiel ist gecrashed. Du crashst ziemlich häufig dein Spiel, ne? Wird Zeit für eine neue... Crashed, ja. Sweet Julie Ceiling. Ja, oh, schön, dass deins nicht gecrashed ist. Das heißt, das liegt an mir. Was machst du? Du steigst aus? Wo läufst du hin? Ja, normalerweise müsste ich despawnen. Ne, du läufst gerade weg von mir. Schön, ja. Wie gesagt, ich konnte es nicht testen, ich war alleine. Dann muss ich das noch bearbeiten. Er läuft einfach weg. Steig ein. Okay. Ist das jetzt ein NPC oder was? Ja, Mann. Das ist behindert. Töte mich nicht. Das ist behindert. Also, wie gesagt, was mit Waffen wurde auch schon alles gemacht. Oha, mein Spiel ist, glaube ich, auch gecrashed jetzt. Seht ihr, das ist das Gute, wenn man so einen Stream macht. Ja, mein Spiel ist dann gecrashed. Nachdem du die Waffe gezogen hast, ne? Ja. Siehst du, und das ist nämlich der Grund, warum wir euch auch brauchen. Wir brauchen Tester. Ich selber bin, halte nicht ganz so viel vor dem PC. Ich mache das eher so im Hintergrund. Brauchst du den. Den Code oder sowas?
Kann ich den irgendwo reinschicken? Da, das ist das. So, starten wir das ganz mal wieder. So, also wurde schon vieles eingebaut. Auch oben in Sandy Shores ist so viel gebaut worden. Barrieren, es werden natürlich können auch Clans, Mafia und sowas gemacht werden, ne? Gangs. Ja, aber das ist ja das, was. Ich wollte nur mal erzählen, was so alles noch passiert. Mafia, wie gesagt, wird auch noch kommen. Dann, mein Fallfilm startet einfach nicht, lul. Doch jetzt. Muss ich gerade mal. Schieß gerade mal alles, was ich nicht brauche. Discord. Ah, Teamspeak. Wenn ich jetzt Teamspeak schließe, geht das auch weg, ne? Komm ich ja nicht ins Spiel rein, oder? So, wird das im Stream jetzt auch angezeigt? Ja, genau. Hier seht ihr auch schon alles, ne? Hier sind halt Regeln, RDM, VDM sind verboten, Sorti-Chat-Mikrofon natürlich benötigt. Bugs müssen umgehend gemeldet werden. Musik ist auch dabei. Cheats gleich Bann. Das ist ja denkbar bei jedem so. Spielt zusammen oder gegeneinander, einfach weil es halt, ne? Wir kennen das bei The Walking Dead. Spielt auch keiner gegeneinander, füreinander oder mal so, mal so. Reines Roleplay und Support ist halt über TS, Website, Teamspeak, Discord ist noch nicht eingetragen, weil es das halt gerade noch nicht gibt. Das ist auch eine der Sachen, die zuletzt passieren. Irgendwie erinnert mich die Musik auch ein bisschen an The Walking Dead, wenn ich ehrlich bin. So, was war da noch? Genau, Features, was alles eingebaut ist. Das kommt als erstes irgendwie immer direkt, auf jeden Fall bei 5M. Warum auch immer bei Alt-V, ich spiele auch auf Alt-V, also auf einem Server, habe ich auch mal eingetragen, La La Land. Und da passiert das irgendwie nicht mit dem, mit der Vision. So, Bums, funktioniert. So, wo spawne ich? Ich spawne da, wo normalerweise auch nur gespawnt, ne? Ja. So, komm mal, jetzt kommst du auch in den Sorti-Chat rein. Also jetzt kommst du auch in Game Voice, ne? Sag mal so, hättet ihr denn überhaupt Bock als Tester zu arbeiten, die wir so nicht da sind? Generell, also wichtig ist halt 5M. Teamspeak und Sorti Chat, aber das denke ich mal bei 5M keine Seltenheit. Save slash save. Ach Quatsch, jetzt schreibe ich auch schon save. Bin ich jetzt die 3? Ich komme nicht ins Admin Panel. Gott, funktioniert. Also bist ja gerade im Stream, jetzt gucke ich gerade mal, ob das hier, ob das jetzt angezeigt wird. Ja, ist normal. So, das funktioniert jetzt. Als ich mich gerade eben von hier oben zu Bennys eine Route machen wollte, wurde die aber auf halber Strecke wurde die abgebrochen. So. Das sind halt so Fehler, die uns gemeldet werden oder die gemeldet werden müssen, damit da reagiert werden kann. So. So, Weinwurz gibt es auch eine Polizeistation. Aber der die Hauptpolizeistation ist, glaube ich, hier. Da ist natürlich auch alles anders. Hier werden auch noch ein paar Sachen eingefügt. Hier ist schon ein. Gibt's doch nicht. Ich bin 5 Meter gefahren und mein Spiel ist schon wieder abgestürzt. Echt? Wer steht jetzt am Auto? Ich glaub's auch gerade. Kann ich noch gar nicht.
Skylark Nuts Orange. Ah, habe ich auch. So, wie gesagt, hier, ne, das seht ihr alles. Es ist halt alles geändert worden. Das ist klar. Garagen. Werden, denke ich mal, auch noch geändert, dass man hier unten auch noch rein und hoch kommt, sondern nicht, dass es normale Garagen bleiben, denke ich. Noch ein paar Pflichter. Die sind nicht ausgebaut. Ja, deswegen meine ich ja, die werden auch schon noch ausgebaut, ne? Beim anderen PD war es ausgebaut, aber das andere hier, Alter. Da bist du reingegangen, bist nach 2 Metern bist du abgestürzt. Oh, das ist natürlich schlecht. Warst du unter der Map? Nee, das ganze Spiel ist gecrashed. So, jetzt gucke ich mir gerade mal kurz hier an. Vielleicht kann ich Streamlabs auch mehr erweitert. Wenn du es ja gerade raus bist, guck mal L. Ja, mach ich. Ich guck gerade nochmal. Muss ich im Nachhinein mal gucken. Hidden. Visible. Musst du den Chat aufspüren. Ah, okay. Ah, guck mal, hier kannst du sogar aufschließen. Aufschließen. Aufgeschlossen. Wie kann man die. Wie kann man die. Okay. Was kannst du aufschließen? What the fuck? Ich kann nichts aufschließen. Achso, wollte schon sagen, Digga. Dann hätte ich es rausnehmen müssen. So. Kann man sogar schon so eingeben. Oh, Telefon natürlich auch vorhanden. So, und hier ist halt, hier ist abgeschlossen. Okay, wie kann ich aufschließen? Die Türen? Komm mal zur Tür vorne, zum Eingang. Ja? Zum Eingang. Ich bin am Eingang. Ja, ich sehe dich nicht. Lol. Kommst du aber nicht raus, ne? Ne, wer abgeschlossen ist. Kann ich aufschießen? Nein, nur Polizei. Toll. Also Armee. Ich sehe trotzdem nicht, bist du. Was ist denn los heute? Schwer gecrashed. Aber sowas von, ne? Ich glaube, Alter, ich muss deinen Stream ausmachen. Seitdem ich deinen Stream habe, bin ich jetzt dreimal abgestürzt. Ja, dann mach über Handy. Hat kein Akku mehr. So. Wir fahren mal ein bisschen was rum. Dafür muss ich jetzt gerade erstmal noch. Aber wir machen das, denke ich mal, alles über. So, es war oben ins Handy Chance. Zum Beispiel gibt es hier. So, hier ist, bin ich im Barbershop. Oh, guck mal, hier ist Weihnachten. Haben wir schon Weihnachten? In dem Friseursalon ist Weihnachten. So, dann gehen wir in den No-Clip-Modus. Also in, ne? Da. Ja, da haben die Zombies schon zugeschlagen oder zur Weihnachtszeit, oder? Ja. So, hier seht ihr das, ich denke mal, ihr kennt das ganz normale GTA, ne? Da ist hier die Straße und hier ist halt Stützpunkt. Hier kommt keiner, kein Zombie rein oder raus. Ihr kommt rein hier drüber, ne? Über die Container. Die Frage ist, ob da drin nicht mit infiziert sind. Ja, das kann natürlich auch sein. So, hier ist halt alles schon soweit geändert. Das gucke ich gerade mal so. Sieht schon geil aus, auf jeden Fall. So, das ist zum Beispiel sowas. Das war in. Wo war das? Das hier unten am Beach, ne? Die Yachten und so. So, jetzt gehen wir mal hier hin. Hier ist auch schon irgendwas eingebaut. Ja, der Drogendealer. So, das kann man natürlich auch machen, ne? Das ist natürlich.
Da vorne ist zum Beispiel eine Yacht. Die ist gestrandet. Gut, hier könnte man, kann man das irgendwie so einbauen, dass das aussieht, als wäre die jetzt auch wirklich reingecrashed. Was? Theoretisch wird es gehen, ja. Aber die Firma, die kannst du einen Stopp skippen. Hier, Helikopter, Autos, Autowracks. Was auf jeden Fall noch geändert werden, aber was du eventuell auch noch gucken kannst, ist hier mit dem mit diesem Schriftzug, wo eigentlich Hollywood steht. Ob man das vielleicht irgendwie ändern kann. Der Wildwood, ne? Ja, Wildwood, genau. So, Vodafone. Ja, Vodafone ist geil, ne? Da kann man später dann mal nur die Handys kaufen. Also ich werde die dann aus den Shops rausnehmen und dann nur bei Vodafone kaufen. Hier, wie ihr seht, ne? Muss man Slash davor machen. Das wird ja dann eigenständig im Job hängen. Das heißt, das ist da dann mit Flow abschließen. Ne? So, Public Parking, das sind, denke ich mal, die ganzen Garagen. Ne? Muss ich kaufen oder reicht das? Ja, muss ich kaufen. Okay, ich habe, kann mir ja genug Geld machen. Das wird auch richtig wissen. Ja, guck mal hier. Auf dem anderen RP-Server habe ich hier, das ist mein Zuhause. Weiß ich, ob ihr die kennt, von Hugh Hefner. Kaufen Sie mal schnell ein Auto. Gucken wir gerade mal Car Dealership, ne? Nein. Bei mir werde ich auch dabei gelassen. Gucken wir gerade mal. Ich habe vorhin eins eingeparkt, dann habe ich vergessen, wieder nach dem Ausparken wieder einzuparken. Ja. Und dann habe ich das erste Bild festgestellt. Der Server neu gestartet, Auto nicht eingeparkt, Auto dann. Spur ist das. Also die Autos brauchen ziemlich lang zum Laden, ne? Oh, der hört sich aber. Der hört sich aber. Hört euch mal an, wie böse der sich anhört. Der blubbert aber ziemlich gut nach, ne? $50 Parkgebühren, $50 pro Tag. Ach, aber der bleibt dann da, der bleibt trotzdem da stehen, oder was? Ja, hier kannst du ihn einpacken, ich komme jetzt auch noch schnell mitfahren. Du suchst ja einfach einen Parkplatz auf, machst nur einfach mitten drauf schnell. Ich werde es noch filmen, ziehe ich das Auto weg. Der bleibt dann auch bestehen, also. Warum hat er jetzt die Waffe rausgeholt? Würde aber gerne mal interessieren, ob das immer passiert mit den Waffen, dass er dann crasht. Aber dann kannst du wahrscheinlich einsteigen. Ja, ne, ich schieße jetzt mal zusammen. Das ist auch ein schönes Feature für mich. Also ich habe jetzt 2 oder 3 Pässe reifen. Meine Fünfte sind wieder noch. Jetzt steige ich da eine Fahrt aus. Komm, der ist wieder da. Ja, sollte auch so sein, ne? Ist ja ein Safe-Punkt. Das war mir wichtig, dass das auch geht. Okay. Du wieder hergehen kannst, dein Auto zerstören und dann hättest du halt das Scheiße. Also. Hauptsache hier ist, dein wenn Auto schwebt. Stehen lassen, wenn du dich auskotzt, wieder einloggst, dann steht er immer noch hier. Dein Auto da schwebt. Da steht dann bei Besitzer, ja, war bei dir auch gerade. Da steht dann bei Besitzer zwar 0, boah, der ist mir aber zu. Kann die Quelle nicht laden oder so, weil ich vorher nicht, aber das kann trotzdem.
Aber ich muss sagen, das mit dem Blubbern hört sich schon nicht mehr witzig, hört sich nicht mehr gut an. Ah, guck mal, sogar abschließen kannst du den. Das hat er auch schon eingebaut. Es ist viel gemacht worden schon, es Ja, ist noch viel abschließen Arbeit. kannst du aber auch nur, wichtig zu sagen, private Fahrzeuge und nur Fahrzeuge, die auch dir gehören. Und Fraktionsfahrzeuge? Ah, habe ich noch nicht benutzt. Sport Irgendwann mal Classic. genauso wieder. Oder nicht? Keine Ahnung. Ja, war hässlich. Ich bin eigentlich mehr so gerade dabei, mich erstmal nach unten in der Map zu bauen. Ich glaube, jetzt das Helios Haus ist, kann er da loskriegen. Nehme ich nicht, weil ich nicht viel habe. Du kannst mich ganz selber überlegen, was ich noch machen kann. Playboy Villa hast du ja schon gesehen, ne? Hast du das Hotel von Klassenloch schon gesehen? Nein, da fahr ich gleich hin. Das ist jetzt schon ein bisschen weiter entwickelt. Das beste Hotel ist auch, glaube ich, der 7 Etagen gemacht. Also eigene Autos sind dafür unterkostet. Was? Aufruf ist ein Vogelflughafen. Ah, okay. Moment. Unter Customs, okay. Das ist das BMW, Achte. BMW Ja, das wird alles M6, wieder selbst. Ford Raptor. Ja, Das genau, ist genau, das ist das ist doch meiner. Das wird übrigens auch mein Admin-Fahrzeug. So, fahren wir mal zu dieser Burg. So, erzähl mal, wie viel Startgeld gibt es denn für jeden? 150, glaube ich. Haben wir das ausgerechnet? Das reicht gerade so, sich eine Taschenlampe und einen Baseballschläger zu kaufen. 150.000 reicht, um sich eine Taschenlampe und einen Baseballschläger zu kaufen. Nein, 150. Ohne 1000. Ach, 105 Dollar, okay. Also, hier wird noch einiges geändert, ne? Hier wird noch viel umgebaut. Die Polizeistation wird, glaube ich, komplett abgesperrt und da kommen halt auch nur, das wird, glaube ich, eine Safe Zone. Das wird eine Safe Zone. Wird dann auch nicht mehr, also, es ist zwar noch die Polizeistation an sich, aber es wird halt ein Armeestützpunkt. Ne? Ja, genau. Oh, hier ist schon mal ein Fehler entdeckt. Wenn du über die Brücke hier fährst, fällt's runter. Ja. Genau, das wäre halt zum Ja. Beispiel eure Aufgabe. Wenn ihr Bock hättet, das zu machen. Ich glaube, ich kann ja gleich schon mal den Link hier reinschicken vom Ja, Discord. das ist ein Ressourcenfehler bei dir. Bei dir, da funktioniert alles. Okay, jetzt Da kann ich funktioniert's. leider nicht schicken. Kann eigentlich nur was mit meinem Spiel zu tun haben. Bin ich auf der richtigen Seite? So. Das war übrigens einer drauf, also hier. Wenn du beim Admin-Fahrzeug rumfährst, das darf sowieso nicht beachtet werden. Da kannst du in der Luft stehen. Ne? Ja, ist halt, ne? Das beachtet, macht der Trailer. Richtig. Also wer sowieso ein Admin-Fahrzeug irgendwie angreift, kriegt sowieso auf jeden Fall erstmal Das Halsschen. kriegt für 30 Tage direkt, ist mir egal, ne? Ja, 30 Tage ist ein bisschen zu viel, finde ich. Okay, 29. Macht auch weniger Sinn, ne? So, was steht da? Kastenburg? Krasten. Krastenburg. Ja, auch mal da, Digga. Bei mir bist du noch nicht fahren. Also Eingang ist theoretisch egal, wenn wir nach dem Regen. Etage. Ja. Geh mal auf Etage 4. So, lädt noch alles. Ah, Etage 4 auch Das ist nicht. normalerweise das, was am schnellsten. Ach, jetzt.
Aber du müsstest noch, was auf jeden Fall noch gerne werden muss, ist auf jeden Fall die Sprache, ne? Die ist bei mir auf Französisch. Also Kastenburg, das wird, denke ich mal, auch so eine Safe Zone. Wenn die Ich Leute muss die sich. ganze Zeit überlegen, ob ich es nicht fraktionsgut mache. Ne? Ich meine, es sind 7 Etagen. Nein, Und mach das mehrere als Safe Autos Zone. können nicht. Mach als Safe Zone. Man könnte höchstens hier den Staatsbad machen, das ist aber wenn das funktionieren würde, wenn jedem Spieler einen eigenen Raum zuweisen würde. Ja, das wäre Dann natürlich würde super, ich weißt du, zumindest dass die der dann Gegner das nicht öffnen mehr so kann. aufhalten können. Hier wäre zum Beispiel auch Lagermöglichkeiten, ne? Also so ein Safe oder sowas. Dass die Leute auch hier. Aber das Schlosssystem, na, da vergruselt mich jetzt schon richtig, Alter, weil ich Er für hat doch jeden Zeit. Raum, für jeden einzelnen Spieler einen machen muss. Wir gehen ja nicht Und direkt in dann zum die. nächsten wieder einen bauen. So. Erste Etage lädt bei mir. Das wär's halt, weißt du, wenn das hier so eine Safe Zone wäre, hier könnten die Leute eher, ne, weil ich hätte ja auch nicht am Anfang so viel Kohle, um mir ein Haus zu kaufen. Ein Häusersystem gibt es übrigens auch. Ja, Häuser habe ich überlegt, ob ich das mache, ja, weil ich hätte die Möglichkeit, theoretisch Häuser reinzubringen. Auch richtig viele so, ne? Aber ich bin halt am Überlegen, ob ich das mache oder nicht. Hast du schon Kombi-RP oder nicht? Ja, aber man sollte schon ein bisschen den RP trotzdem, den normalen RP ein bisschen mit reinnehmen. Weil Ja, das ist wofür halt auch arbeitest das. die Frage ist, wofür arbeitest du dann, weißt du? Also ich habe ja zum Beispiel hier 10 Apartments in der Stadtteil oder so, da nochmal ein Stadtteil rein. Dann habe ich ja hier die Redwood, das ist ja auch ein Fall, das wäre dann auch nochmal Fraktionsgebiet. Dann auch nochmal abschließbar, da sind auch noch Apartments drin. Dann habe ich ja noch das Love Hotel. Das sind auch schon mal haufenweise Apartments, das von Kastenburg. Man muss halt überlegen, so oben bei Winewood, wo die ganzen einzelnen Häuser, das ist auf dem Abhang hier, ne? Ja. Da einfach Häuser zum Verkauf, also zum Kauf anbieten, die auch mit Mobiliar sind. Und vielleicht noch eine Option, dass man sich selber aussuchen kann, was man im Haus haben möchte. Und jetzt zum Ah, Beispiel, sowas wie beim Online rein theoretisch. ja, genau. Also Interieur. Wie, der Server wurde 30 Minuten neu gestartet. Echt? Ja. Ist schon so weit. Ah, ich habe 22 Uhr Server neu stattfindet. Alle 3 oder 4 Stunden, glaube ich, startet er neu. Deswegen nämlich so. Aber umso öfter ich neu starte, umso besser läuft er halt auch nicht so. Kannst du irgendwas modifizieren schon hier? Ich bin gerade beim. Ach hier, ja, hier geht's. Hab ja genug Geld, nicht? Kannst du ja irgendwas an der Kosmetik der Wagen ändern? Ah, hier, ja. Kann man die Farbe? Oh Leute, das hat nicht funktioniert. Meine Fernfrist war so das hat nicht funktioniert. Also hier ist okay. Das muss auf jeden Fall noch, das muss auf jeden Fall noch auf Deutsch passieren hier. Definitiv. Wie gesagt, das heißt, das hier, wo du gerade bist, das auch Standard. Da kann ich nicht damit machen, dass ich wieder arbeite. Da wird mein eigenes Zeug nicht funktionieren. So, Dashboard, gibt es nichts. Was ist denn der Speedometer? Ach, hier ist die Farbe, primär. Und wie schnell er jetzt fährt. Aber er ist schon bei 200 irgendwas.
Hab gerade mal mein Ding getuned. So, was kann man denn noch gucken? So, hier haben wir einmal auch die rote Hood. Wo der nette Herr nicht wusste, wie er es sonst nennt. Klar, Verkehrsregeln wird es, denke ich mal, auch nicht geben. Immer ganz wichtig, das eigene Leben ist am wertvollsten. Also ist ein Grund, warum hier ein Auto steht? Ja, halt. Wo steht noch? Ah, das ist nur hier, ne? So ein Auto. So. Das ist die rote Hood. Servus. Und wenn jemand den Platz übernehmen will, weil ich hab doch schon ready, wie das hier überall auf dem Platz steht und so. Macht er mein Auto kaputt? Also wir können es auch mal kaputt machen, ne? Ist alles gebildet. Ah, dieses schnelle Laufen ist blöd. Alter. Wollte jetzt mal hier reinkommen. Okay, hier war. Wie kann man denn, hier ist so ein kleiner Raum, wie kann, schafft man es sich denn da zu verlaufen? Ansonsten gibt es da noch die Möglichkeit hier so einen No-Clip-Modus, weißt du? Mach ich auch mal, jetzt kann ich mal raus. Mach immer mal wieder hoch, würde ich sagen. Also dieses schnell laufen, das ist echt schwer hiermit. Ich meine, da kann man ein bisschen aufpassen, ne? Weil das Ende ist jetzt nicht easy. Ah, das hier kann so eine. Ah, hier kommst du nicht rein, oder? Okay. Eine Tür oder zwei, dann kann ich gar nicht mehr. Genau, die hintere ist geöffnet hier. So. Yo! Was steht hier einfach? Darf ich gar nicht zeigen, was hier steht. Hier. Geh mal da rein. Stopp. Hast du gesehen, ne? Also falls ihr es auch gesehen habt, tut mir leid, dass ihr sowas sehen müsst. Ich zeig dir mein Apartment, Digga. Das hier? Ja, so sieht's auch aus. Da fühle ich mich einfach direkt wie zu Hause, weißt du? Sieht bei dir zu Hause auch so aus. Ja, Mann. Auch hier, Digga. Auch Pflänzchen drin stehen. Sowas hier kann man zum Beispiel umbauen nur für Waffen, weißt du? Ja, das soll ich jetzt gleich irgendwann machen. Wie gesagt, das soll ich hier brauchen, so Station zu bewerten, aber. Wenn du mal noch weiter in den Raum reinläufst. Na, Bruder. In welchem? Ja, okay, hier kommst du nicht rein. Also das wird hier alles, denke ich, auf jeden Fall noch Funktionsgebiet. Ah, hier, okay. Schlafen, hier kann eine Zelle werden. Ich weiß gar nicht, hast du in der Playboy-Villa eigentlich den Keller gesehen? Nein. Okay, das müssen wir uns noch angucken, wie das ist. Okay, hier wurde mehr während der Renovierungsarbeiten ist das dann die Zombie-Apokalypse ausgebrochen. Also du kommst rein. Boah, warte, ich muss einfach dieses schnelle Laufen ausmachen. Das nervt echt. Ja, geh doch mal auf Seite. Mensch. Bin ich doch.
nicht rein. Also ich guck mal kurz zu Playboy wieder auf. Aber bitte tu mir den Gefallen, ich komme dann mit meinem Auto hin. Oh no, guck mal. Ich das mal raus. Das macht mich schon immer. Ich kann mich schon wieder verlaufen. Naja, eigentlich nicht. Warum will der überhaupt Beifahrer nicht einstellen? Ich kann ja das Auto auch nicht starten. Muss ich irgendwas drücken, um zu starten? Bro, du stehst mitten im Auto bei mir, dann steig mal aus und wieder ein. Ja. Ha, du standest bei mir im Auto. Siehst ach, jetzt. Ich habe schon einen eingestellt. Beobachte der Kasse 12 Kilometer. Ja, wenn der kurz vorher ist, bin ich dabei, ich bin so ganz gut. Also es gibt viel zu tun noch, aber es ist auch, denke ich, auf einem guten Weg. Es werden noch ein paar Sachen eingespielt. Ja, das ist okay. Einfach durch das, ja, ich weiß, das war meine alte, mein altes Haus auf Black Red. Okay, wenn das dein altes Haus war, dann müsstest du aber den Keller kennen wieder. Nein. War ja nicht so eingerichtet. Das ist auf jeden Fall ein Haus hier. Bro! Warte, lass, ich wollte was testen, warte. Lass doch einfach. Ich will doch was testen. Hä, ist der Shield oder? Ja, ist der Shield, aber ich weiß nicht. Geht nicht. Bin ich mittlerweile eine andere Nummer? Was? Hast du mich jetzt wieder beliebt, was? Ja. Okay. Wie viel hältst du aus? Wie? Ja, wie viel hältst du aus? Ich bekomme jetzt tatsächlich wieder in den Keller verlassen. Revive 4. Okay. Der Keller ist einfach. Läuft, ne? Freunde. Einfach durch den Kühlschrank. Also, falls dich jemand privat kennenlernen will, dann ist das auch nicht dran. Dann hier drüben Waffenverarbeitung. Na, hier sind Drogen. Da drüben auf jeden Fall Stück zufügen, dass man hier so Waffen treibt. Hinten ist, glaube ich, kurz ein Lied gewesen. Ja, das ist natürlich wieder, ne? Aber sollte man halt auch bezahlen müssen, ne? Also, so ist das. Ja, auf jeden Fall. Also, ich schätze mal, viele Fraktionen würde es kostenlos machen, aber wenn jemand von der Fraktion das möchte, dass die Fraktionen dann auf die Durchhalle sind. Waffen. Das ist schon ein bisschen Betrag bezahlen dafür. Aber halt, dass die, wenn jemand hier Waffen kaufen will, dann sollte das die Leute bezahlen. Machen wir den Ding, weil die Playboy Builder haben sich ziemlich gut geschützt, also am Rande, ne? Es gibt ja, glaube ich, bloß zwei große Eingangstore und da sind die ganzen Datenflächen. Wenn wir legen, die ganzen Datenflächen einfach komplett zumachen. Wenn hier mal eine Fraktion drinnen ist, kann die halt zwei Tore leichter überwachen, als wenn die noch Tore überwachen müssen. Ich hab Godmode an.
Funktionäre so an. Godmode an. Ist es ausgeschaltet? Nee, ist es angeschaltet. Das ist eines meiner geilsten Dinger, die ich gestern hinzugefügt habe. Du hast die Nummer 5? Achso. Ich kann schon mit dem Auto teleportieren, wie geht das denn? Das kannst du. Warte mal, das ging übers, übers V-Menü mit M, glaube ich, ging das. Ich muss mich irgendwie ausprobieren, ich bin jetzt auf England mehr, ich habe noch meinen Namen erzählt, dass ich so viel zu stolz bin. Also. Online-Players. Teleport to player into player vehicle. Okay. Oh, Entschuldigung. Was ist Toggle GPS? Da kannst du mit GPS funktionieren. Ah, okay. Okay, jetzt fahren wir nach Geld. Das fährst du vielleicht hier nochmal rechts, also rechts, ganz scharf. Rechts, 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 rechts. Ja, genau, und jetzt fährst du einfach so. Stolz drauf, Digga. Ich bin heute 10 Minuten nach hochgefahren. Eigentlich perfekt hierfür, ne? Bin ich aber auch 20 oh. Stück, weil ich mit dem 8 gefahren habe. Ja. Nice. Ich glaube, da baue ich noch ein paar Zäune hin, Digga. Ich will echt noch überlegen, ne? Ja, wäre gut. Wenn nicht alle haben Godmode. Einmal bin ich abgestürzt, Alter. Boah, ich schnall mich mal lieber an, wenn du kannst, oder? Und mein Spiel ist abgestürzt, geil. Echt? Der läuft schon wieder weg. Seht ihr das? Wobei, was ist da abgestürzt? Wenn ich gerade ein Game habe, dann ist es richtig, oder? Game Memory, okay, ich glaube, es kann man passieren. Also wie gesagt, es muss auch einiges dran gemacht werden, das ist klar, so wird natürlich nicht von jetzt auf gleich gemacht, ne? Alter, wie lange muss man denn hochgehen? So, hier lang, hier lang, hier lang. Digga, ich bin heute letztens da hochgefahren und er macht einen Knopf da. Natürlich. Man kennt's. Ne? Okay, hier haben wir aber eine Wasserrutsche. Die funktioniert auch, probiert mal aus. Das muss man auch nicht mehr machen. Wow, funktioniert die? Ich geh kaputt. Hui! Er nimmt halt die Crazy One. Hat total Lebensmüll gemacht. Ach, ich habe jetzt gerade Suizid begangen, ne? Sag mit dem Bescheid. Gut, wir gehen aber jetzt mal hier mal weiter, ne? Wir wollten den Leuten auch mal zeigen, ne? Aber wie geil die noch besser nicht werden. Hui! Guck mal, ich, in der Luft bin ich am Paddeln. So, jetzt holen wir schnell mal ein Auto. Das hier bei den Steinen, da. Also erst was ich jetzt mache, ich poste mal eben den Link hier rein. Das ist der Discord, da wird denke ich mal noch ein Channel für euch kommen, wo ihr eintragen könnt hier, ne? Tester und sowas, warum wollt ihr Tester werden Hä? Wieso haben wir zwei verschiedene? Okay.
Frage. Ja. Muss ich gerade mal gucken, ich habe nämlich jetzt auch wieder ein bisschen Hunger. Scheiße. Da steht nicht mehr. Da haut einen, der ist dauer. Kommen wir ja ab und schon rein. So, was können wir den Leuten noch zeigen? La Hotel könntest du noch zeigen, wenn ich das. Das ist 10 Apartments. Das ist das La Hotel da. Also den Raptor müssen wir auf jeden Fall noch umändern, ne? Ja, der braucht nicht. An für sich ist das Design schon ziemlich geil, aber da fehlt halt was an der Seite und so. Also in Schwarz-Rot passt das schon. Das Design ist halt einfach der Standard. Ah ja. So, hier natürlich seht ihr auch, hier liegen überall Teile. Es werden natürlich noch mehr Teile, ne? Es kommen noch mehr Teile hier auf die Straße. Da ist zum Beispiel ein Geröll, was runtergekommen ist. Ich weiß auch nicht von wo runter, aber guck mal da. Ist das schick aus, oder? Das Riesending da. Also, so, dann haben wir hier. Amalgam, Offwork, also kommst du überall rüber, ne? Wenn ich dann mit meinem BMW auf die Steine fahren will, ist mein BMW kaputt. Also den Aufzug hier unten kann man auf jeden Fall nicht benutzen. Aufzug, nein. Wie gesagt, Aufzug will man nicht benutzen. Guck. So, und das soll was werden? Fraktionshotel. Ein Fraktionshotel. Da haben wir ziemlich große Dinger, die du hier baust, ne? Für Fraktionen. Also ich bin halt auch, wenn ich Schwarzwelt drinnen lasse, wenn ich auch vermutlich hier der Fraktion dann die Schwarzwelt verschieben würde. Bin ich echt nicht dran, wenn ich Schwarz bin. Wenn das Sektor so gewesen wäre, dann hätte ich mir kurz das Geld. Dann gehen wir mal zu den Punkten, die. Fahrzeug umdrehen. Krankenhaus habe ich übrigens auch nochmal geupdatet. Na, dann fahren wir mal ins Krankenhaus. Das ist ein Wort, oder das ist das. So, Medics wäre natürlich auch gesucht, das wäre halt alles gesucht, von Polizei hin. Du hast Militär, ne? Wird es Medic und Fire Department auch geben? Also Fire Department? Denk mal eher nicht, ne? Was ist denn das Fire Department? Das. Da Hospital. Also, ja, wie gesagt, Medics werden halt an der Armee so unterzugewiesen. Sind aber trotzdem eine eigene Job dran. Bloß dann sind halt dann Militär. Ah, es ist wieder dein Spiel gecrashed, ja? Also, die Medics sind dann unanpassbar. Im Einsatz. Ja.
Dann müsste man. Man sollte aber nicht so sein, dass halt die Medics auch von Zombies unantastbar sind, ne? Von Zombies wird nicht angegriffen, dann habe ich den anderen Spieler mehr. Kannst du Zombies schon einfügen? Theoretisch, ja, theoretisch schwierig. Aber das ist ein reiner Online-Offline, also reiner Singleplayer. Ja, mein Spiel hat sich dann auch aufgehangen. Aber dadurch, dass man auch Multiplayer hat, ist es schwierig. Ich bin da echt noch, ich habe das schon so ein grobes Konzept im Kopf. Wie ich, was grippen muss, damit es funktioniert. Korps funktioniert, ist ja nicht mehr. Aber blöd, wenn er sich immer aufhängt, ne? Oder jemand immer gekickt wird. War die auch schon wieder gecrashed? Mhm. Das sieht ziemlich häufig momentan. Also letztes Mal ist das nicht falsch, weil da ist irgendwas drin, was das Ding crasht. Irgendein Features crasht den Server. Das kann aber eigentlich nur. Hast du dein 540 km/h Auto mal rausgeholt? Nee, Mann. Das kann aber eigentlich nur sein, weil die großen Ressourcen. Übrigens, das Admin-Panel funktioniert bei mir auch nicht, ne? Da komme ich hier mit mich nicht rein, ich guck mal. Hast du das, sich das vielleicht das so, wie du mir gerade eben gesagt hast? Du hast mir gerade eben eine IP-Adresse gegeben, ne? Ist das vielleicht auch die, die ich eingeben muss, um... Ja, ja. Bloß halt mit... Ja. Wie war das nochmal? 99? Doppelpunkt 99 87 oder 78? Das war TeamSpeak. Das war die Brauchsinnigkeit. Okay. Wo? Admin. Ich hatte wieder einen neuen Start. In einer halben Stunde im Start. Das ist einfach schnell, oder? Wo hast du mir das geschickt? Bitte. Ja, das habe ich ja. Die Koordinaten habe ich, also die IP-Adresse habe ich ja, aber ich komme nicht rein. YouTube empfängt nicht genügend Videodateien, um flüssiges Streaming oder Zwischenspeicherung gewährleisten zu können. Okay, gut. So, die jetzt gerade noch im Stream sind, schreibt mal irgendwie ein Hey oder Hi oder sowas. So, was ist noch gestartet? Ja. Warten, dass er jetzt nicht mehr so oft abstürzt. Also den Speicher aus, du gerade bei 10 GB. 60%. Bin mal gespannt, wenn er gleich. Wenn sich 5M bei mir öffnet? Ne, ja, jetzt kommt's. Huh. Hauptsache, der lädt bei mir wieder normal runter. So, dann Charaktereinstellungen, Fahrzeuge können überall stehen. Safe Zones sind absolute No-Kill-Zonen. Ja, ist normal. Baut ein Imperium auf oder kämpft gegen die Zombies. Eigene Fahrzeugmodelle, Walkie-Talkie und die Armee wird Hilfe gewähren. Ich denke mal, es werden auch ein paar ja, wie heißt die nochmal, diese Armee Konvois geben. Ja, genau. Ja, für die Wände, Waffentransporte oder Versorgungstransporte. Ich
ich meine, der Geist ist krank genug, ist es nicht. Also das wird halt dann auch nötig für den Loop von Militär anwesend sind, die den Konvoi führen können. Nicht, dass sie dann beim Überführen unterzeugen. Aber wer halt links gemütlich genug ist, sich dagegen anzulegen und denkt, er hat eine Chance, irgendwie was zu erbeuten, der kann sich über die Events dann gerne gehen. Ja. Da werde ich dann auch nicht eingreifen oder jemand vom Team überhaupt, weil da gibt es ja kein Trader Kill und da gibt es auch keine Schussankündigung, der Überfall darf dann einfach gestartet werden. Ist das also ein No-Copyright-Song? Das kann ich So, wie sieht das aus mit anderen Streamern? Dürfen andere Leute streamen? Dann musst du definitiv den Song auf jeden Fall auf No-Copyright-Song nehmen. So, wie komme ich jetzt wieder zu meinem Auto? Ich bin gar nicht, du hast es nicht eingepackt, ne? Also, ich habe das nicht eingepackt, nein. Aua, Auto weg, Digga. Wie, Auto weg? Auto weg, Digga. Also, es steht vielleicht noch in der Datenbank, aber es ist halt... Hat mich auch nicht vorne. Ich muss mal gucken, ich füge vielleicht irgendwo auf der Map mal in der Nähe von der Safe noch eine normale Garage ein, dann ist es wieder auch nicht normal. So. Fahrzeug spawnen. Fahrzeuge. So, Armeeautos gibt es auch schon. Da können wir ja gerade mal ein paar testen oder ein paar zeigen. Eins im. Die testen kannst du nicht mehr, ich habe alle MPs. Das ist zum Beispiel eins. Ja, ne, das ist normal. Was haben wir noch? Kitam, das ist der andere. So, 918 Konzept. Dann haben wir den Dirtbike. Code 3 BMW. Der geht scheinbar nicht. Hauptsache, hast du nur Polizei? Hast du nur Polizeimotorräder eingetragen? Was habe ich? Polizeimotorräder? Die sind drinnen, aber ich weiß nicht, ob du die kaufen kannst. Und was ist mit Autos? Was für Autos? Ja, Polizeiautos? Habe ich, glaube ich, gar keinen eigenen hinzugefügt. Au. Jetzt machen wir kurz mal zwei Stoffe. Wie gesagt, das ist halt die Polizeistation, ne? Da wird natürlich auch noch Barrieren aufgebaut, das wird eine Safe Zone. Krankenhaus ist auch eine Safe Zone. Mafia-Gebäude können natürlich auch angegriffen werden. So, gucken wir mal gerade, ob das hier funktioniert. Ich habe gerade mal die Weed-Station zerstört. Damit du Bescheid weiß.
Okay, also hier funktioniert nicht, ne? Hier, das mit Weed und so. Was funktioniert nicht gut farmen? Ne, ich kann hier nichts kaufen, kein Dünger und so. Ei, Bruder. Ich hab das gerade mal kaputt gemacht. Der Weed-Shop ist für Deko und der Rest funktioniert nicht. Das ist schade. Hast du die Ding eingefügt? Rubbellose. Brauchst du Robbenlos, oder? Voll geil. Bisschen zusätzlich Geld. So, was haben wir hier? So, altes Dorf. Genau, das alte Dorf gibt's noch. Altes Dorf gibt's auch. Das ist, glaube ich, abgesperrt hier, ne? Das alte Dorf. Kommt man, glaube ich, nicht hin. Timmy Thaler, bist du denn noch da? So, was haben wir hier oben noch? Klar, Kleidungsgeschäft und sowas, ne? Wow! Okay. Hättest du den Bock, eventuell als Tester zu arbeiten? Das ist immer so eine Frage. Besitzt du 5M, Sorted Chat, alles? Wenn ja, komm gerne mal auf den Discord. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich mit Facebook so ein bisschen mehr Leute hier hinkriege, die sich dafür interessieren. Ich kann mal gucken, wie ich mich anschnalle. Fahrzeuge testen. Hier steht auch Testenbelegung vor allen Dingen. Javin, ja, moin. Oh, fuck. Digga, stand das einfach vorhin, weil ich sag, dass da Testenbelegung steht. Ist mir gerade so aufgefallen, dass das schon Testenbelegung. Hab da gar nicht drauf geachtet, wie da das drin ist. Ja, Ben, spielst du GTA? Du bist immer nur kurz da. Und als mein Moderator. Denn ja, Ben kenne ich schon seit Ewigkeiten. Ich glaube, teilweise in meinen ersten Streams schon. Oh. Spielst du GTA RP? Hast du Ahnung davon? So, gucken wir nochmal Fahrzeuge durch. Was haben wir noch hier? Also, am liebsten fährt er, kann ich euch sagen, mit dem hier rum. Seht ihr auch, ne? Admin. Das Problem ist, der hat aber. Ne, spiel ich nicht, schade. Der hat aber ein Bremsverhalten wie ein Esel. Auch das Anschlaggeräusch ist schon ziemlich cool. Hab morgen. Ah, das ist noch schon. Okay. Ein Event. Wofür? Hat mir gar nicht mitgegeben. Guck lieber mal, dass du nicht immer rausfliegst mit deinem Sharkly Nuts Orange Fehlercode. Ey, brutal, ne? Warum zeigt mir irgendwas an von einem X-Ray-Ding, das nicht geladen werden konnte, aber ich habe halt kein eigenes Skript, was damit zu tun hat. Ne? Also denke ich, das ist irgendein scheiß M-Prozess, der da. Hast du Need for Speed? Ich hatte Need for Speed.
Also ihr merkt ja, der bremst wie ein Esel. Ja, aber habe wenig Zeit im Moment. Alles gut. Wir suchen halt nur ein paar Tester, die Bock haben, mal so zwischendurch was zu testen. Habt ihr es gemerkt? Der bremst wie ein Ochse, ehrlich. So, was können wir euch noch zeigen? Hier waren wir, hier waren wir. Gucken wir mal in den Knast. Gibt es da schon irgendwas Neues? Okay, mit Slash TPM kannst du auch mit Autos dich teleportieren. Du fällst nur aus dem Himmel. So, jetzt bin ich auch hier raus. Okay, ich weiß gar nicht, wird das Gefängnis überhaupt noch benutzt so? Ist im Plan. Ich überlege, ob ich es begehbar mache. Ja, wenn wir sehen uns dann, ne? Hau dir hier. Alter, hier ist einfach was explodiert neben mir. So, das ist gut, dass du solche Fragen sind immer gut. Ich wurde gerade gefragt, wie viele Zombies wird es geben und wie wird es auch Horden geben? Also Horden definitiv, das habe ich mir schon durch den Kopf gehen lassen. Aber so generell, also um die Safe Zone rum, wo die vom Militär dann überwacht werden sollen, werde ich gucken, dass generell weniger Zombies sind. Einfach aus dem Grund, weil es ja aussehen soll, als hätte das Militär die die meisten von den Zombies schon entfernt, sag ich jetzt mal, schön verschönert, ne? Und so jetzt halt in, boah, ich weiß gar nicht, so größere Gebiete, wo es mehrere Häuser aneinander sind, die jetzt nicht bewohnt sind oder die jetzt schon mehr verlassen sind, werden mehr Zombies sein als auf viel befahrenen Straßen, wo halt viele Spieler unterwegs sind, ne? Weil halt einfach viele Spieler unterwegs sind, wird halt auch viel geschossen und wahrscheinlich Zombies niedergemetzelt. Und da aber nicht so viele Spieler sind, werden halt auch mehr Zombies dann auch auftauchen. Ich bin am überlegen, wo ich das mit den Horden am besten mache. Da habe ich noch keinen rechten Plan dazu, aber ich möchte auf jeden Fall Horden einführen, die sich dann richtig türmen. Die dann richtig schon versuchen, Mauern und Wände einzureißen, so, ne? So, also wie gesagt, also so einen konkreten Plan dafür habe ich auf jeden Fall. Die Umsetzung ist gerade ein bisschen das Wort. Ich denke mal auch, das sind gute Fragen im Grunde genommen. Auch vielleicht Anregungen würde natürlich auch, ne? Sind natürlich auch immer gefragt. Und wie gesagt, es sind halt so Safe Zones wie die hier. Ideen, Wünsche, Vorschläge, alles gerne willkommen. Also der Server soll auf jeden Fall auch noch auf die Ideen von Spielern eingehen. Das ist mal, denke ich, sowas, was. Also dass auch die Spieler halt zufrieden sind, weißt du? Genau, so muss es ja auch sein eigentlich. Noch eine Frage. Immer her damit. Nein! Hoffentlich komme ich noch in den Channel zurück. Ich habe YouTube gerade geschlossen. YouTube hat sich gerade geschlossen. Nicht, ich habe YouTube geschlossen, YouTube hat sich geschlossen. Aua, Bruder. Einfach hardcore, aua, Bruder. So, schaffen wir, ihr seid noch da. Was für eine 7, ne? Seid ihr noch da? Ja, okay. Ich konnte es noch öffnen zum Glück. Warum auch immer. Ich glaube, ich muss mir noch. Ich glaube, ich brauche mehr RAM. Bro, ich weiß nicht, was für die ich gerade. Ich komme auch nicht ins Admin-Panel rein. 2 3 3
Nö, bist noch da. Ja, gut. Bei mir hat sich gerade aus irgendeinem Grund YouTube geschlossen. Ich weiß nicht warum. Hab schon Angst gehabt, dass, ne? So, wir sind jetzt gerade hier. Also, wie gesagt, so um die Zonen hier oder um die Bereiche, wie die hier zum Beispiel. Oder, ja, Hospital, wo ist das nochmal? Da. Da weniger, es sind halt Safe Zones. Aber ich Ach denke mal, komm. dafür hier die meisten mehr, Oh. ne? Und hier werden auch noch, halt, denke ich mal, auch in den Bergen werden halt mehr sein, ne? Das Event dauert noch ein paar Minuten länger, schon wieder gecrashed. Schon wieder mal. Sollst vielleicht auch mal über die Aufrüstung deines Computers nachdenken, Vielleicht, ne? ja, erstmal das und vielleicht soll ich drüber nachdenken. Vielleicht dann mal einfach auf der normalen Version zu spielen. Welche Version spielst du dir? Ich habe die Entwickler besser low. Okay. Ja, ich denke mal, dass auch hier rum weniger sein werden. Es werden aber welche da sein, weil die könnten nicht einfach in der Wildnis sein, bei einer Zombie-Apokalypse und da ist dann nichts. Vor der Militärbasis ist ja die Brücke da. Also, wenn du jetzt von der Stadt aus kommst. Militärbasis ist wo? Also, links auf der Karte. Siehst du ja den großen Flugbahnen eigentlich. Wo? Warte mal, ich kann mal gucken. Vielleicht schaffe ich es sogar im Discord reingeschrieben. Wenn du auf der Karte ganz nach links gehst, ne? Hui, warte. Der fällt gerade erstmal runter. Weh, der geht jetzt kaputt. Jo. Ja, ganz nach links. Hier oder was? Ach, Dann hier. siehst du ja den Highway, ne? Und dann siehst du ja die Ja. Flugbahn, ne? Ja. Ja, sag ich wohl mit dir. So, jedenfalls unter den Flugbahn, also wenn du jetzt nach unten guckst, unter dem Milibase, ne? Ja. Ist ja links eine Brücke. Ja. So, und rechts daneben siehst du ja eigentlich einen Fluss. Ja. Keine Ahnung, auf jeden Fall genau rechts neben der Brücke kannst du theoretisch mal hingehen. Denn da ist nämlich jetzt ein Sumpf, der auch bebaut worden ist. Das schaffen wir nämlich noch ein paar Minuten für mein Event. Ach ja, der Sumpf. Ah, stimmt, da vorne ist auch noch ein. Ne? Toll. Wette mit dir, jetzt komme ich hier nicht mehr raus, ohne. Da, der bremst wie ein Esel, ehrlich. Er ist ein Esel. Aber hier können wir, denke ich mal, den Ding mal ausrollen. Ja, es fällt ja wieder aus. Oh, ne, doch nicht. So, ich schätze jetzt mal da vorne hin. Timmy, spielst du auf anderen RP-Servern schon? Das heißt, ich kann schon mal aussteigen. Auch jetzt. So, dann holen wir uns jetzt mal den. Den. Ja, State V. Ach, State V kenne ich auch. Da habe ich mich, glaube ich, auch mal beworben. State wie? Ja. Habe ich damals auch gespielt. Ich starte gleich mal wieder. Du wirst es dann auch sehen, wenn ich so weit bin. Ich habe dir Bescheid und so. Wenn wir hier natürlich auch noch nichts mehr haben, soweit, gehen wir noch auf einen anderen Server. Gucken wir doch mal. Oh! Okay, was war das jetzt? Ich habe gerade auf dieser Militärbasis mal den Admin Charger probiert. Konnte nicht bremsen und bin über die Dinge hinausgeflogen. Alter!
Das Ding ist zu brutal, Mann, ich sag's dir. Gucken wir gerade mal, wie schnell er fährt. Ja, bei 540 hört er auf. Oi. Ja, auf 540 glaube ich ein paar Mal eingestellt oder zählt er nicht. Mein Spiel ist schon wieder gecrashed. Ich kotz doch gleich im Start. Das zeige ich heute aber schon ein paar Mal, dass wenn ich Low-Clip angemacht habe, mein Spiel einfach gecrashed. Ich glaube, es liegt auch teilweise am Low-Clip bei mir. Welche Nummer habe ich denn bitte gerade? 1, wenn du noch nicht gecrashed bist. Nein, 2. 2. 2. Alter. Kann gar nicht mehr kontrollieren dann. Oh, schüch, mein Pfeife ist direkt wieder gestartet. So schnell hätte ich das auch noch. Ich werde mir eventuell gleich auch noch eine Pizza bestellen. Hab nämlich auch Hunger. Aber bei uns sind die immer geschnitten, das ist das Gute. Ich hab's extra reingeschrieben, so ein bisschen schneller damit. Aber hier natürlich auch, ne? Guck mal da rein. Natürlich nicht. Wenn ich jetzt nicht abspitze, kann ich es nicht starten. Okay, zur Sicherheit bringe ich mich mal. Wo startest du das? Überall oder was? In der Stadt. Ach, unten in der Stadt. Mein Spiel hat aufgegangen. Doch nicht. Echt jetzt? Nein. Okay, hab gestartet. Wenn du jetzt auf die Karte guckst, siehst du was. Mitten in der Stadt. Ja. Ich gehe da sofort hin. Ich muss jetzt erstmal auf die Straße gehen. Das hat funktioniert, Alter. Ja. Er schreibt im Chat, mein Spiel crasht. Was, Bruder? Echt? Ja, du hast im Chat geschrieben, in dem Moment ist mein Spiel gecrasht. Ich kam nicht aus dem Auto raus. Ach so. Hast du zugesperrt vielleicht? Nein, ich hab Ding angezogen. Ah, hast du angeschnallt? Ja. You already own this. Wie kann ich denn Munition kaufen, bitte? Wo denn da? Woanders als da oder? Ganz, ich glaube, in einem ganz normalen Laden in der Stadt. Bis auf bei der Tankstelle, die Läden, da habe ich es nicht hinzu. Also oben in Sandy Shores auch nicht? Weiß ich nicht. Also bei 24/7 kannst du kaufen und beim anderen. Bis auf Gas, also Tankstelle. 24/7 kann ich auch Munition kaufen? Ja, ich habe es noch nicht zum Waffenshop hinzugefügt. Ich dachte erstmal normal. Aber ich werde es wahrscheinlich sowieso wieder rausnehmen, weil man sich da craften kann oder so. Wo sind denn 24/7? Das sind die Kleinläden. Ach, Allgemeingeschäft oder was? Ja. Dann gehen wir erstmal hier hin. Gehen wir zu dem hier. Wo bin ich denn jetzt? Warst du schon beim Event für dich? Magazin, Wasser, Handy, Funkgeräte. Moment, da will ich jetzt eigentlich gerade hin, aber ich bin gerade im Dings drin. Also wie gesagt, im Geschäft. Kaufen, aber du benutzt es auf keinen Fall. Du kannst dein Spiel sonst neu starten. Ich bin außerdem ins Geschäft. Ist das nicht dieses Strip-Schuppen? Kann sein. Strip-Club ist auch einer. Wie kann ich denn hier die Ansicht wählen? Was ist denn diese Pfeiltaste nach unten? Ach hier, okay. Ich bin im Geschäft drin. So, wo ist das? Das ist das, okay. Dann gehe ich mal hier hin. Du hast Krebs an.
Kutter. Okay. Also ich fahre jetzt zum Eventgebiet, ich teleportiere mich nicht wieder. Also wenn ich das mit den NPCs richtig gescriptet habe und mein Spiel nicht dauernd abstürzen würde, dann würde das Event halt nochmal ein Stück. Hier ist auch noch eine unsichtbare Wand. Okay, auf jeden Fall ist jetzt hier ein, ne? Da, was ist mit dem Event? Hier ist ein UFO. Ja, Mann, das ist gerade abgestürzt, Digga. Falls du vorhin hier vorbeigefahren bist, solltest du gemerkt haben, dass da keins war. Ja, das ist richtig, aber kommen da auch irgendwie Zombies oder sowas? Nein, nein, wie gesagt, ich habe NPCs komplett deaktiviert, also wirklich alle. Cool wäre natürlich, wenn jetzt noch Zombies da rauskommen würden, ne? Aber dass man das mal zeigen kann. Naja, ich könnte es jetzt aktivieren, aber da müsste ich den Server, glaube ich, schnell mal starten dafür. Dann mach es. Dann würden wir mal zeigen, wie das halt aussieht, weil ich, als wir auf diesem englischen oder amerikanischen Ding gespielt haben, da war das ja deaktiviert. Hier sieht das auch natürlich, ne? Überall die Bäume sind umgekippt, aber. Okay, hier ist dann eine unsichtbare Wand. Da gibt es halt einige Sachen, die schon geändert worden sind. Und da wird noch viel mehr kommen. Ich denke mal, beim nächsten Konzeptstream, den wir dann machen, da werden wir dann auch noch mehr durchgehen. Das ist jetzt kein Geier nach Abos oder so, aber könnte mich mal jemand abonnieren, damit ich gucken könnte, ob die API wieder funktioniert. Weil ich letztes Mal gestreamt habe, war habe ich auch einmal einen Sound bekommen? Habe ich einen Sound bekommen, der gezeigt hat, wohl, dass ich einen neuen Abonnenten habe. Das war aber lange nicht so. Also, das war echt eine ewige Zeit, dass es nicht funktioniert hat. Mein Spiel hat sich gerade aufgegangen. Ich glaube, du musst den Stream auf 18 stellen, wegen DR, bin ich mir nicht sicher. Also ich habe den als offen, nicht öffentlich, also, ne? Ja, hat sich aufgehangen. Disconnect by Server, kicked from Server Restart, okay. Ist wieder online. Wir erfahren, wie es weitergeht, das ist natürlich super. Sichtbarkeit öffentlich, nein, also es ist auf nein, es ist nicht speziell für Kinder. Also steht drauf, nein, es ist nicht speziell für Kinder, ne? Deswegen glaube ich, dass der ab 18 ist auch. Also wie gesagt, ich poste nochmal den Link vom Discord. Komm einfach mal drauf, da wird auch immer informiert, oder kriegst du auch immer Informationen. Glaube ich auch, ne? Dass jeder die Information kriegt. Was geändert worden ist. Ja, ja. Das ist auch ein Anhang. Okay, funktioniert. Ja, funktioniert wieder. Die haben es ja hingekriegt mit der API, das ist schon mal ganz cool. So, dann willkommen in der PRMI, ne? Hat auf jeden Fall funktioniert. Ich danke dir. Also wie gesagt, es war kein Geier nach Abonnenten, also wenn du willst natürlich noch sehen, wie es weitergeht. Aber hättest dann auch im Grunde genommen deabonnieren können. Das wäre halt. Ich gucke gerade, ich habe gerade YouTube geöffnet und da steht da einfach
Ah, da hat Xeon hat 7.468 aktive Zuschauer. Ja, wenn ich das heute steigen. Ja, ist aber nicht Ich viel. Hab bloß Bescheid sagen, so jetzt wieder online, aber ein bisschen schon drauf. Okay, ich mag jetzt den nächsten Versuch. Warte, ich deaktiviere kurz Server neu starten. Muss schon wieder neu starten, was? Achso. Nee, automatisch neu starten, 22:30 Uhr. Hat die Musik was mit The Walking Dead zu tun? Nein, Bruder. Das hört sich genauso an. Kennst du 28 Days Later, den Film? Achso, ja, okay. Ja. Sortie Chat kommt wieder, der Blöde. Also wenn ihr Tester seid und ihr habt das Problem mit diesem Sortie Chat, ne, dann müsst ihr einfach mal euch im Teamspeak muten, also Lautsprecher, Kopfhörer ausmachen, anmachen, dann kommt ihr auf den, dann funktioniert das auch wieder. Das war noch nirgendwo so umständlich wie bei dem, wo war das jetzt? Auf Red V. Das war ist so ein Softcore, ne? Server. Ich denke, ich will auch weggehen von Salty. Mir gefällt's nicht. Aber das ist aber anscheinend nur bei 5M so, ne? Man müsste halt mal gucken. Aber das ist das Problem, da müssen die Leute die Salty Chat schon haben. Müssen dann auch wieder. Ne? Mumble ist komplett, läuft komplett in-game. Also die brauchen kein Teamspeak oder so dafür. Weiß ich, ob das so gut ist. Weiß ich auch nicht, Bruder, aber weil jetzt mal Teamspeak dann extra muten und muten müssen, ist das auch nicht das Wahre, ne? Okay, also wenn ich zum Eventgebiet gehöre, statt der Spielerbank liegt es vermutlich da. Bei mir nicht. Ganz komische Sache, ich sag's ja. Ich crash mal kurz mein Google Chrome, vielleicht krieg ich mir gerade entsprechend vor. So, gucken wir doch mal, was haben wir denn noch hier? Wir können ja mal die ganzen Punkte auch nochmal abgehen hier. Könntest du mir mal kurz sagen, weil du bist gerade da, oder? Ja. Kann auch mal hinfahren. Das würde mich ziemlich mal sehr interessieren. Nein. Okay, ganz komische Sache. Alles gut. Würde mich halt mal interessieren, ne, ob das, wie das aussieht, so, weil auf dem einen ging das ja nicht. Auf diesem komischen, ne? Auf den englischen oder so. Oder amerikanischen. Also wie gesagt, wenn die Zombies selbst das würden, ein komplett eigenständiges Skript, da werde ich mich nicht dran setzen. Das muss aber auch, finde ich, erstmal noch nicht sein. Das kann ich auf Ende machen. Erstmal ist wichtig, dass die ganze Map an sich so funktioniert. Dass... Also ich habe jetzt mal mein Google beendet. Vielleicht funktioniert es jetzt ohne Crash. Ich komme aber immer noch ins Admin-Panel rein, ne? Das ist so echt komisch. Da lädt und lädt und lädt, das steht da. Ne? Ich kann es ja noch mal nicht. Copy-Paste, Upload, okay, der hat dann Punkt nicht viel. Digitaler ist bei dir drin. Also ich stehe immer noch davor. Ich bin gleich da, ich schicke noch mal kurz den Abnehmen-Ding rein. Wenn es mit der 188 ist, dann... Da ist ja schon wieder ein neuer. Also der funktioniert auch gezeigt, habt ihr an CX Upload State. Also okay. Nächster Versuch auf zum Eventgewicht. Versuch Nummer 3.
Jetzt komm ich auch da rein. Staatshilfe. Ja, hab ich schon gesehen. Links, rechts ist links, rechts und unten ist Warnblink, ja. Genau. Oh, ich bin vorbeigefahren. Okay, ich fahr jetzt ganz, ganz langsam ran und guck, ob ich crash. Hier, weiß schon mal, war ich jetzt? Ich glaube, die zwei, ne? Ich hab gecrashed. Ja, ich hab gecrashed. Oder was ist denn, Alter? Ich verstehe nicht, warum es bei dir geht und von mir nicht. Keine Ahnung. Obwohl ich von Ressourcen eigentlich viel, ziemlich viel aufhabe, ne? So, wie gesagt, das sind halt so Sachen, wie es halt in so einer Zombie-Apokalypse ist, ne? So, fahren wir mal ein bisschen rum, gucken wir mal, wo wir noch solche Stellen haben. Wenn ich ihn einmal einparke und wieder ausparke, ist er dann... Also ausgepackt. Und wenn der Server dann crasht, was ist dann? Oder wenn ich rausfliege? Dann, keine Ahnung, was damit passiert, er ist auf jeden Fall nicht mehr da, wo er war. Du musst der Besitzer sein, um zu parken, okay. Also am besten immer einparken, bevor du verlässt. Weil ansonsten kann ich für nichts garantieren. Ja, willkommen zurück. So, dann gucken wir mal, es gibt überall so Stellen, die halt schon ramponiert sind. Du könntest noch, weißt du, wo die Grove Street ist ungefähr? Ungefähr, ja. Was ist das mit diesem Wendekreis da, ne? Da ist eine Tankstelle davor. Das war hinter Penny's auf jeden Fall. Da war eine Tankstelle davor. Da habe ich mich vorher noch ein bisschen was geupdatet. Sind Tankstellen hier überhaupt, Kann ich überhaupt tanken? Schon? Nein, 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 nicht so. Okay. Ich hab's schon so gesehen auf der Hand. Das Ding ist, ich will halt machen, dass man halt entweder nur an der Safe Zone tanken kann, an einer einzigsten. Dass die halt so gesehen da aufgebaut wurde und der Rest halt über Kanister funktioniert. Ne? Ja. Ich mach's halt nur über Kanister. Das ist halt so die Frage. Oh, hier ist natürlich auch was. Bei der Mega Mall. Meinst du das wahrscheinlich, ne? Bei der Mega Mall würde ich sagen. Ja, hier, da sind auch. Ist ein, hier ist eine Tankstelle. Wahrscheinlich, dass du das meinst. Ja, wäre jetzt gerade genau so ein Bundes. Ich glaube, ich bin nicht mehr. Brot, Wasser kann ich kaufen hier, aber ich kann hier keine Muni kaufen. Das ist ein Tankstellenladen, da kannst du keine Musik kaufen. Aber es ist halt angegeben. Ah, zeigt's an, ja? Ja, der zeigt dir an, obwohl er zeigt dir an, ja, Robbery, weißt du, also Überfall. Shop-Überfall. Okay. Hier ist noch das Sylvias Haus. Sylvias Haus hier von The Walking Dead, oder was? Nee, mir ist halt, oh. Ich hab mir so gedacht, man könnte Sylvias nehmen. Aber so eine Sylvias Basis wäre auch geil irgendwie. Boah, Digga, jetzt hast du mir auf eine Idee gebracht, ne? Dieses Firmengelände, was die gehabt haben. Boah, ich glaub, das ist
Guck mal, was das Xavier's Haus ist. Kann eigentlich mal auch so eine Clan oder so eine Gang-Ding werden, ne? Gucken wir mal hier wegen Muni. Hier ist noch ein Ammunition, da kannst du halt nicht mal nur Waffen kaufen. Alles mit der Shop Robbery wird mich irgendwie interessieren. Was damit gemeint ist. Okay, du kannst hier mal schnell weiter. Ich muss mal ganz kurz. Aber überfallen kannst du nichts, ne? Hier doch, hier. Press E, Rob LTD Gas Grove Street. Least two cops in town to rob. Okay, das ist schon mal eigentlich alles gut. Das ist schon mal eingefügt, das heißt, man kann auch hier einen Shop ausrauben. Wir gehen mal auf die Suche nach der Waffe, nach den Waffen. Genau, hier war das, hier konnte ich, glaube ich, Waffen holen. Bei dem Strip Club. Okay, hier soll, glaube ich, mal. Hier sollte eigentlich ein Ding stehen, ne? Das hier hatte man. Fuskel. Nichts, was du aufladen könntest, dass irgendwas inwendet wird. Geschäft, genau. Hier steht nur Magazin. Es ist halt die Frage, ne? Wofür ein Magazin? Du kaufst 13 Magazine. Wenn du das kaufst, ne? Dann musst du eine Waffe in der Hand haben. Dann gehst du aufs Inventar, dann ziehst du das Magazin auf Benutzen und dann lädt er dir die Waffe. Ah, okay. Hol ich mal hier. Du hast nicht genug Platz im Inventar. Okay, dann gehen wir auf I. Inventar ist auf I oder auf E? Inventar ist auf F2, Bruder. F2. So, genau, hier haben wir das Magazin. Also F2. Du musst eine in der Hand haben. Und dann auf Benutzen, ne? Machen wir mal 13. Okay. Okay, jetzt funktioniert es. Ja, okay. So. Gucken, ob er es heute noch hinkriegt mit dem. Vielleicht mit den NPCs, also mit den Zombies. NPCs, ja, Zombies, nein. So, da oben, ne? Ich, auf jeden Fall ist schon einiges da, ist noch viel Arbeit, aber. Wusstest du eigentlich, dass wenn du linke Maustaste gedrückt hältst, dass du auch lenken kannst? Ha, voll behindert mit der Maus zu fahren, Bruder. Ach, gar nicht. Schnall mich lieber mal an. Ach, gar nicht, wenn ich meine. Ist schon schwer.
Bum, bum, bum. Lady and Boy. Machen wir gerne einfach ein neues Auto. Was bist du denn? Kann man hier rein? Nein, kann man nicht. So. So, hier ist das für die Events, da gibt es eine komplett eigene Sektion für Scripts. Hab das UFO wieder jetzt da. Guck jetzt, ob es immer noch crasht. Kann ich sagen, was bei mir crasht. Wo ist das denn? Ich hab gerade das Ding geändert auf der Karte. Ja, ach, Eventgebiet. Genau, Eventgebiet heißt es noch, aber ich hab das Symbol geändert. Das muss jetzt im Fall nach unten. Ja. Also, mir crasht es nicht. Also, genau, das verstehe ich nicht. Warum crasht es bei dir und bei mir? Ne? Also, bei dir crasht es nicht, aber bei mir. Genau. Verstehe ich ja nicht. Ich habe auch gerade mal alles durchgeguckt, ne? Habe ihn schnell geguckt und ich habe nichts gesehen, dass irgendwas nicht passen würde. Also ich finde am Hauptplatz hier sollte auf jeden Fall auch eine Garage hin. Definitiv. Weil hier ist so Standard, ich weiß nicht, bei jedem GTA RP-Server ist hier irgendwie eine Garage. Hauptsache, ich kann nicht mehr fahren. Ach, jetzt. Was ist das denn? Aber in der Nähe hat mein Auto jetzt auf einmal angefangen zu stocken. Mein Charakter lebt. Hä? Mein Charakter lebt. Ich glaube, warte, ich komme zu dir. Guck dich, guck mich mal an, Digga. Schick. New. Ja. Das war jetzt aber auch nicht irgendwie verwunderlich. Ich hab's schon geahnt, weil mein Charakter einfach nicht mehr an. Da liegt er. Ups. Ja, ich denke mal, wie gesagt, das ist noch ein bisschen Arbeit. Ich wollte natürlich noch ein bisschen anständiges RP machen heute. Ich denke mal, ihr konntet euch ein bisschen was zeigen. Ihr könnt gerne dranbleiben. Ich mache gleich mal eben den Pause-Bildschirm, weil ich müsste auch mal pipinieren. Und würde sagen, mit diesem schönen Fahrzeug machen wir mit. Der nächste Konstell. Hä? Park da oben. Geht nicht. Ist ja, ja, der BMW M8. Achso, ja, das ist nicht meins. Ja. Wie gesagt, bleibt gern dran, wir wechseln jetzt das Spiel. Damit wir halt auch normales RP mal spielen können. Ich schub jetzt weiter zusammen, bis es funktioniert. Muss aber aus dem Discord rausgehen, weil ich in Teamspeak rein muss. Wir gehen dann, wir quatschen dann gleich nochmal. Kannst jetzt trotzdem meinen Stream weiter angucken. Ich ändere jetzt nur gerade mal, wie viele Leute sind denn hier drauf? Ach, hier sind ein paar mehr drauf. So, ich, wir quatschen nachher nochmal. Andi? Jo. Dann würde ich sagen, bis später. Wo bist du denn, Mann? Ja, das war erstmal,
Der erste Eindruck von dem Zombie-RP-Server, also von State V, State Z, nicht wie. Ich hoffe, es war in einer Hinsicht interessant für euch. Aber wir werden jetzt auch noch ein bisschen normales RP spielen. Aber ihr kriegt von mir jetzt erstmal den Pausen-Screen. Und ich komme gleich wieder, weil ich muss mal für kleine Königstiger. Und sehen uns gleich wieder auf La La Land. Sparen. Machen wir gerade noch. We'll play. So, speichern. So, würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Und nicht abhauen, ganz wichtig.
So. Da sind wir wieder. Verbinden. Guten Tag. So, wie gesagt, wir gehen jetzt mal auf Lalaland. Oder sind auf Lalaland. Guck mal, was wir da noch so machen. Vielleicht können wir nochmal. Oh, jetzt muss er wieder Download. Ressourcen downloaden. Müssen jetzt leider durch. Aber ich kann natürlich auch mal wenn ich das jetzt eingebe hier. Jo, wer ist denn noch da jetzt? Oh, mein Akku ging jetzt aber schnell leer. Das freut mich. Was spielst du denn sonst noch so für Spiele? Gelegentlich spiele ich auch mal Minecraft, also auf Griefer Games. Phasmophobia. Auch so ein Ding, was wir spielen. Ich will gerade mal was gucken. Ich will mal gucken, ob das Intro im. Ich habe ja auch ein eigenes Intro. Hab das auch mal eingespielt. Ich will nur mal gucken, ob das funktioniert. Lief das jetzt bei dir ohne Probleme? Lädt und lädt und lädt. Schon wieder so viele Sachen, die anscheinend geändert wurden oder hochgeladen worden sind. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da halt wie Multiplayer. Da ist lädt noch. Dauert noch einen Moment. Ich wundere, falls es mal ein bisschen länger dauert, aber ich spiele nebenbei Rocket League. Ja, also gut, Rocket League kann ich auch spielen. Hab ich auch. Alles gut. Alles gut. Ja, ich habe YouTube in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt, muss ich ehrlich zugeben, weil ich eher auf Twitch gegangen bin. Hab deswegen jetzt glaube ich 25 Abonnenten verloren, war schon über 500, jetzt bin ich wieder unter 500. Was ein bisschen blöd ist, aber gut, lässt sich halt nicht ändern. Also ich muss hier mal ein paar Sachen schließen. Anydesk. Der Felix Hartmann. Komm, ich gemoved werde. Werde ich perfekt. Hoppsa. So, das hat jetzt hier nichts mit Zombie-RP zu tun. Sie.
Na? Da ist er doch, mein Worldmother. Dankeschön. Weiß man wieder. Im Moment nicht viel Zeit, meiste Single Games offline wegen Zeit, muss jetzt auch gleich auf morgen früh wieder früh hoch. Okay, ja, ist alles gut. Toll. Gut. Da haben wir natürlich eine Vorschrift, ne? Sollte weniger mit der Maus spielen. Ich will noch irgendwas an meinem Auto ändern, ich weiß nicht. Hier ist wohl fast Großversammlung. Wollte ich auch mal fragen, ne? Wegen PD und sowas. Oh. Gerade erstmal nicht geguckt. Irgendwas müssen wir an dem Wagen noch ändern, ich weiß auch nicht was. Gucken wir gerade mal. Andere Felgen vielleicht. Oh, komm, war sogar abgeschlossen. Warten wir mal hier. Müssen wir mal warten.
warten wir mal. Fragen wir mal nach, ob wir vielleicht unseren Wagen ein bisschen. Also sieht ja gut aus. Weil wir so schön sind, so schlau sind, so schlank und rank. Wenn wir Messi-Wiki. Schau to the left. Meine Arme sind in meinem Bein. Und wir warten, Wir können vielleicht mal gerade mal. Ist nicht erreichbar, okay. Ein Medic. Kommt rein, wird direkt bedient. Natürlich auch was Schönes, ne? Kommt rein, wird direkt bedient und ich sitze hier noch und warte. Was Besseres, wisst ihr? Nein, was? Alles gut. Das sieht doch gut aus. Ja, Rechnung, Konto, ja. PD, ich hätte. Ja, PD kannst du auch auf PD schreiben, ist halt so wild. Die habe ich heute auch schon so oft gesehen. Können auch mal was bezahlen. Bloß aber ist er da einfach. Hallo, was ist das? Alles gut. Muss er eh nochmal rein, ne? Ach ja, stimmt, ihr habt ja Schlüssel. Ja. Sag mal, zumindest kannst du die Karre mal ausmachen. Die gehen irgendwie alle sehr komisch. Was ist mit dem? Ich kann die Karre nicht ausmachen, sonst hat er keine. Ich will doch nur neue Felgen auf meinem SUV haben. Ich wollte eigentlich nur neue Felgen haben. Kannst du ja noch ein bisschen. Ja, spring rein. Really? Ja, Bruder, muss auch noch Auto tun. Na, tschüss. Ja, vielleicht komme ich ja jetzt nochmal dran.
Ich steuere einfach mein Auto rein. Schau einfach mein Auto mal rein. Ich schieße mein Auto ab. Sich anlehnen. Liegen, knien, Gangzeichen, Tänzer, Jazz, sitzen. Ach, sieht aber nicht ganz gesund aus. Stehen, anlehnen hier. Anlehnen 2. Machen wir einfach mal so. Sieht ja schon besser aus. Ich warte auf eine neue Felgen. Weil ich weiß, ich bin hier nicht schön. So, wenn gleich mein Essen kommt, mache ich auf jeden Fall die Cam aus. Definitiv. Ein bisschen auf Handy Events. Vor ein Taxi, kein Problem, rufen Sie an. Da am 1.7. um 7:57 Uhr. Das ist los, 480.000. Läuft. Banking. Ja, natürlich, Timmy. Sehr gerne. Wenn du das nächste Mal dabei bist, würde ich mich natürlich freuen. Dann bis zum nächsten Mal und schön, dass du da warst und einen schönen Abend wünsche ich. Und hier ist es kalt. Kriegen wir hin, bestimmt. Eine Sache noch vorab, vielleicht, klar, du wirst ja informiert, ne, aber ich habe auch einen eigenen Discord, ich kann dir den Namen, ich muss den Discord gerade mal wieder steigen, ne. So, jetzt Sie. Hallo, Löchen. Was soll ich einmal gemacht werden? Ich würde gerne neue Felgen haben. Nur neue Felgen? Nur neue Felgen. Ja, typische SUV-Felgen halt, ne? Das sind halt auch, glaube ich, weiß ich, ob das SUV-Felgen sind. Wenn ihm was Gesicht springt, sagen sie Bescheid. Ja, machen wir mal die davor. Obwohl, die waren auch gut. Die? Ja. Kann man die auch in eine andere Farbe kriegen? Obwohl, dann muss das Auto wieder hier stehen, ne? Ja. Okay. Muss das Auto jetzt auch stehen? Nur bei Felgenwechsel? Nee, muss nicht. Okay, das ist gut. Nee, dann lass mal... Ich aber 2.500. Das ist nicht schlimm. Wollen wir nicht? Gut. Was denn? Ja, du lässt bei dir möchtest, dass du das Telefon besetzt. Wie gesagt, das ist mein Discord-Channel. Vielleicht bist du ja noch da, wenn ja nicht, dann, ne?
Fürs nächste Mal vielleicht. War's das? Kann ich fahren? Also bezahlt habe ich ja, ne? Aber. Hätte immer die Frage, kann ich dann fahren oder? Ich frag mal nach. Sind wir fertig? Bezahlt ist ja. Ja. Perfekt. Können dann noch fahren. Dankeschön. Immer gerne. So. Was ist? Ich kann nicht mehr laufen. Was ist das? Ich kann nicht mehr laufen. Das heißt, glaube ich, mal kurz ein kurzes Powernapping. Kann ich ja wenigstens fahren? Ich kann auch mehr fahren. Warum ist das jetzt umgestellt? Warum hat sich das denn jetzt umgestellt? Fahrzeug allgemein, Fahrzeug verlassen mit F. Nach rechts lenken, ist doch alles eingestellt. Ich brauche Hilfe! Nach rechts, nach links, A, D, ist auch alles richtig. Dann fahr ich jetzt einfach mal hier mit raus. Und mach da mal ein kurzes Powernapping. Stellen wir es dann gerade mal hin. Stellen wir es gerade mal hier rein. Und gehen wir eben schlafen, würde ich sagen. Weil aus irgendeinem Grund konnte ich nur noch mit Falltasten fahren. Warum auch immer. Keine Ahnung warum. Ein bisschen blöd. Das dauert noch einen Moment. Meistens musst du ein, zwei Powernaps machen und dann funktioniert das Spiel eigentlich durchgehend. Also funktioniert der Server einwandfrei. Aber auch meistens nur dann.
So, wir machen die Webcam jetzt mal aus. Weil die Webcam eventuell auch so ein Grund sein kann dafür, dass die Verbindung nicht immer sehr gut ist. Pop. Lädt und lädt und lädt. So, dann wollen wir verbinden. Was mit 107? Was meinst du, lieber Andy? Weil ich verstehe gerade nur Bahnhof. Man sollte vielleicht auch verbinden drücken, ne? Damit es weitergeht. Nicht viel. Aber ich glaube, ich werde den Stream jetzt mal beenden. Hört sich gut an, ja. Jo, für alle, die noch da sind, schön, dass ihr dabei wart. Und dann gucken wir beim nächsten Mal. Denk mal wieder den Konzept-Screen. Kann auch sein, dass ich mal La La Land oder auf Twitch halt hab neues Haus hinzugefügt. Mein Haus? Hast du den Namen wenigstens geändert? Können wir wieder Phasmo spielen, Resident Evil. Also ich habe Resident Evil ja schon auf Twitch gespielt, aber ich will das auch auf YouTube spielen. Habe es mich 3 Stunden voll, reicht. Von daher würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.